Ja, fast pünktlich. Schön, dass wir es doch noch ein paar geschafft haben und der Rest ist wahrscheinlich alles beim Abbau schon dabei. Das waren die MMCD 2018, jedenfalls fast. Durch eine Sache müsst ihr noch durch. Mich. Und vorher kriegt ihr aber noch was Angenehmes, nämlich dass unser Capture the Flag Team, die großartigen Menschen, die das organisiert haben, geben euch eine kleine Zusammenfassung, was da passiert ist und es gibt Preise. Läuft das? Ich glaube nicht. So, wir haben auch Preise dieses Jahr. Und zwar gibt es einmal diesen schönen MMCD-Oscar für das Team. So, du repräsentierst heute Entropia. Ja. Und diese schönen Lightboxen, die wohl auch am Infotresen rumstanden und dort schon geleuchtet haben, wie sie es so tun. Ich möchte tatsächlich auch betonen, dass ich bin hier nur der Stellvertreter. Ich bin hier wirklich nur der Stellvertreter. Ich habe wahrscheinlich am wenigsten dazu beigetragen. Herzlichen Dank an die ganzen Leute, die per Remote dabei waren und fleißig mitgehackt haben. Die sind leider nicht mitgekommen, weil sie keine Zeit hatten. Aber haben dann teilweise aus dem Westerwald, teilweise aus Karlsruhe, aus ganz Deutschland, haben dann mitgeholfen, dann letztendlich das möglich gemacht. Und die Konkurrenz hat uns echt eingeheizt. Und danke nochmal an das ZDF-Team. Ja, danke. Jetzt besser? Ja, das klingt besser, ja. Zweiter Platz geht an das Team T. Ist da von irgendjemand hier? Tja, wir kennen es leider nicht. Dann können wir leider gerade keine Preise verteilen. Und Platz 3 geht an, haben wir noch Peps? Ist davon jemand hier? Ah. Ja, nochmal vielen Dank an alle fürs Mitspielen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und damit geben wir zurück an Unicorn. Ja, vor allem danke auch an euch fürs Organisieren. Das ist was, wo wir uns total freuen, dass die Wizards of Dust jedes Jahr uns da so unterstützen, weil das kriegen wir nicht auch noch hin. Und die Square Roots, auch noch. Also auch das wieder Meta reinmeinen, also Darmstadt und Mannheim. Genau, also vielen Dank euch und ja, ihr könnt ja die restlichen Oscars dann einfach bei euch verteilen. Ja, sucht mal.
Das müsste eigentlich extra Punkte geben, wenn man noch nicht mal den Organisatoren bekannt ist oder so einer CTF. So, aber ja, also ich muss auch anmerken, weniger schlafen gibt mehr Punkte, sehe ich hier ganz deutlich. Kommen wir zu dem, warum ihr eigentlich hier seid. Ihr seid ja nicht wegen mir hier, sondern ihr seid da, dass ich irgendwie euch sinnlose Zahlen wieder präsentiere, wie jedes Jahr. Auch dieses Jahr gibt es wieder ganz tolle Zahlen, und zwar ganz große Statistiken. Die MMCD finden ja jetzt an 3 Tagen im September statt meistens. Sie finden für uns aber ungefähr 9 Monate lang statt, weil wir, dass das hier in den 3 Tagen passiert, halt schon relativ viel Aufwand vorher haben. Also neben den Treffen, die wir machen, neben den Mumbles, die wir machen, haben wir irgendwie 5 Millionen E-Mails, 3000 Millionen IM-Nachrichten auf den Handys so gefühlt, dass einfach hier die Sachen passieren. Und das ist halt dieses großartige Orga-Team, was das hier macht. Also ich habe irgendwie schon wieder das kürzere Streichholz gezogen und muss mein Gesicht in die Kamera halten. Aber in Wirklichkeit sind das ja relativ viele Leute, die sich darum kümmern, dass das hier so reibungslos im Vorfeld läuft, damit ihr dann eure Veranstaltung machen könnt. Und da möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die das möglich machen, für uns hier alle so eine coole Veranstaltung zu machen, und auch für die vielen Threads auf der Mailingliste, die alle voll geholfen haben. Und vor allem muss ich mich auch mal hier bei Brag bedanken, dass wir eine metrische Tonne, so gefühlten Schiffscontainer Merchandise bei ihm ins Büro stellen konnten. Im Vorfeld der Veranstaltung. Ich weiß, von was ich spreche, das war nicht in den Jahren vorher immer unser Keller, und das macht keinen Spaß. Ja, ich habe noch ein bisschen Statistiken über, wie sich das hier zusammengesetzt hat. Ich habe in Datenvisualisierung aufgepasst in der Vorlesung. Was man hier ein bisschen sieht, was ich damit ausdrücken kann oder möchte oder sollte, dass mittlerweile mehr als 3/4 der Leute Statisten sind. Und die Filmbranche lebt natürlich auch von Statisten. Statisten sind wichtig, damit das Gesamtbild stimmt, damit es keine leeren Panorama-Shoots gibt. Aber genauso wichtig sind auch irgendwie Beleuchter, genauso wichtig sind auch Regisseure und andere Crew. Und deswegen, falls ihr euch selbst eher als Statist gefühlt habt hier, im Sinne von ihr habt nur Instruktionen empfangen, ihr habt nur passiv was mitgemacht, denkt nochmal drüber nach, was ihr, ob ihr nicht auch noch irgendwie eine andere Rolle am Set einnehmen wollt in Zukunft oder vielleicht irgendwie eigene Filme gestalten wollt oder was auch immer dann das Motto in den folgenden Jahren ist. Filme haben wir jetzt ja durch. Also genau. Ganz besonders in dieser Ding ist natürlich, ich weiß nicht, ich habe die Folien gerade eben erst zusammengeschoben, ich weiß nicht, was jetzt kommt, sind die Regisseure, wollte ich sagen, ist natürlich was ganz Besonderes, weil wir sind eine Konferenz, es finden hier, also wir haben in diesem Filmfestival, wir haben einen tollen Film gemacht, wir hatten 60 verschiedene Szenen, die uns vorgeschlagen wurden oder sogar mehr als, und 2/3 davon sind sogar jetzt im fertigen MMCD-Film gelandet. Wir hatten insgesamt 350 fast Reviews von diesen Szenenvorschlägen und haben daraus 40 Stunden Filmmaterial jetzt am Wochenende hier produziert, also Vorträge aufgezeichnet. Und in der Beziehung muss ich mich auch nochmal ganz großartig bei dem Team vom VOG bedanken, die, man kann sich da nicht oft genug bedanken, die einfach halt so ein Case in einen Raum rollen und am nächsten Tag ist das dann halt, oder 10 Minuten später ist das halt ein direkt ins Internet angebundener Livestream. Kennt man sonst nur von YouPorn. Und in der Beziehung auch, was natürlich auch ganz wichtig war, dass wir 50 Regiestühle hier ins Gebäude gebracht haben. Und wenn einer hier stehen bleibt, wir tracken den Speaker, der ihn hat stehen lassen. Die werden mitgenommen. Nein. hier ist dein Stuhl, sage ich dazu nur. Ja. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen Mühe gegeben. Wir bezahlen jetzt keine Gage oder irgendwas für unsere Regisseure, aber wir haben ein unglaublich verrücktes Team, also eins der vielen verrückten Subteams in den verrückten Teams, was sich darum kümmert, dass den Regisseuren dieses Jahr sehr gut ging. Es gab einen Directors Club, also eine, also man würde es kleingeistig Speakers Lounge nennen, aber das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Und natürlich gab es in diesem Directors Club auch eine Food for Thought, also dass man einfach so ein bisschen sich auf die Arbeit konzentrieren kann, sich nicht damit beschäftigen muss, wie weit der Frühstück weg ist, sondern man kann einfach direkt vor Ort eine Kleinigkeit in sich reinschaufeln. Rund um die Uhr, dauernd, immer wieder was Neues. Und genau, das war dieses Jahr auch völlig verrückt, natürlich nach Filmen thematisiert, und
Haki hat irgendwie extra sich noch Ratatouille angeguckt, um das Rezept rauszufinden, wie in diesem Film das Ratatouille gemacht wird. Sie hat sehr gelitten die letzten Wochen. Sie musste so viele Filme gucken. Aber diese Detailverliebtheit, geht selbst mir ab, aber Caro und Haki, unsere beiden Catering, also Director-Caterer sozusagen und auch fürs andere Frühstück zuständig, absolut verrückt, was die beiden machen. Ja, und falls ihr sagt, oh, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, nur so ein Hinweis, also wenn man einen Vortrag hält, darf man da rein. Ja, generell auch das restliche Catering hat wieder mal sämtliche Dimensionen gesprengt. Also wir haben fast 100 Kilo Brötchenbelag verteilt. Immerhin mehr als 60% davon waren vegetarisch. Ich glaube, da sind wir auch auf dem aufsteigenden Ast. Wir haben auch fast 500 Joghurts gekauft. Und irgendwer hat mir dann gestern gesagt, dass vergessen wurde, da viele rauszustellen. Deswegen sind, glaube ich, noch ein paar Joghurts übrig. Wir kommen da gleich noch mal am Ende zu, aber nur als Tipp, falls ihr spontan Lust auf Joghurt entwickelt habt. Es gibt Möglichkeiten, daran was zu ändern. Ja. Und was auch wieder jedes Jahr sehr gut ankam, waren natürlich die Waffeln von den großartigen Engeln, die rund um die Uhr da irgendwie Mehl, Butter, Zucker und andere gute Zutaten in fantastisches Gebäck verwandeln. Auch diese Dimensionen sind einfach krass. Also ich habe ja auch ein paar, ich habe mitgeholfen, aber also was da durchgeht durch diese Waffeleisen, ist verrückt. Und genauso auch das Thema Hotdogs. Scheint ganz gut anzukommen. Freut uns, dass euch das schmeckt und dass wir euch das als Angebot geben können. Aber es gibt auch gutes Essen auf der Welt. Ihr müsst nicht diese Hotdogs essen. Ja. Ein anderes Thema ist, wir wollten natürlich Popcorn haben und jetzt haben wir natürlich nicht so wirklich viel Erfahrung. Wie viel Popcorn braucht man so? Also haben wir einfach mal Popcorn gekauft. Braucht jemand Popcorn-Mais? Könnt ihr euch mitnehmen, ist in handlichen 5-Kilo-Säcken verpackt. ja, vielleicht, ja. Was ihr nicht mitnehmen müsst, ist das Crush Dice. Das habt ihr schon, Flüssigkeitshaushalt ist ja wichtig, das habt ihr alles schon konsumiert. Auch da absolute fantastische Wahnsinnsmengen. Vor allem, also dieser Supermarkt, der mir, also gab es so einen Supermarkt in Darmstadt, der hat unvorsichtigerweise irgendwie vor ein paar Wochen Havanna Club, also diesen Rum, den wir da verwenden, im Sonderangebot gehabt. Einen Tag lang. Das war halt leider ausverkauft. Hat auch nur, also waren glaube ich nur 6-mal durch die Kasse gehen oder so, dann war er leer. Aber, also ich bin 2-mal durch die Kasse und beim 3. Mal haben sie mir das abgenommen und haben mich rausgeschmissen. Ist dann Haki am nächsten Tag nochmal hin und hat das auch nochmal gemacht. Also ja, ich meine, das ist ja, wir wollen ja hier, also wir kalkulieren das ja so, also wir wollen das Geld ja für coole Sachen verwenden, was wir hier für Tickets zum Beispiel kriegen. Und Rum haben wir natürlich gerne da. Also Chunk ist ja beliebt, ist ja alles gut. Aber was wir da sparen, können wir dann halt in Filmplakate und Konvolute an DDR-Filmpostern investieren. Vielen Dank da auch nochmal an das ungenannte Archiv, was seine Sammlung gerade rechtzeitig aufgelöst hat, dass wir eBay leer kaufen konnten. Wir hatten auch ein bisschen Musik, also die Filmmusik ist ja auch ein ganz großer Bereich, das Scoring Department immer in Filmen, das macht ja auch eine Atmosphäre von so einem Film aus. Es gab das Metal-Konzert Stage War, die waren wieder großartig, die hatten wir glaube ich vor 3 Jahren mal und fanden wir ziemlich cool damals, fanden wir dieses Jahr wieder cool, dass sie gesagt haben, sie haben Lust vorbeizukommen und ich war da auch und deswegen habe ich gesehen, dass es sehr vielen Leuten sehr gut gefallen hat und das freut mich sehr. Wir hatten auch 2 elektronische Live-Acts, die also direkt am Synthesizer elektronische Beats gemacht haben. Und wer es heute Morgen verpasst hat, ich hoffe nicht so viele, es gab auch ein Jazz-Brunch heute Morgen von 12 bis 1, glaube ich, was wohl auch gut ankam. Und außerdem gab es auch, wie mir zugetragen wurde, ich habe es leider nicht einmal mitgekommen, gab es wohl auch diverse konzertante Choraufführungen auf dem Event. Und da seht ihr, man ist hier die ganze Zeit unterwegs, gerade als jemand, der irgendwie so ein bisschen einen Überblick behalten möchte, aber alles mitbekommen, keine Ahnung. Und das abgeschnittene D da, was nur daran liegt, dass jetzt hier die Bildschirmratio verändert wurde und überhaupt nicht daran, dass ich die Folien vorhin zusammengeschoben habe ohne Qualitätskontrolle, da steht, glaube ich, DJ hinten dran. Also das waren 16 verschiedene DJ, die aufgetaucht sind. Ja. Dann kommen wir mal zu dem wichtigsten Teil unserer Filme. Wir hatten ja auch die sogenannten Engel, also unsere Hauptfilmcrew. Und
Die Filmcrew hat es geschafft, 26,45 Mal Herr der Ringe, aber in der Extended Blu-ray Edition, an Arbeitszeit oder an einen Beitrag hier zu leisten. Also ich glaube, es ist cooler als 26,45 Mal alle drei Teile Herr der Ringe in der Extended Blu-ray Edition hintereinander zu gucken. Und aber es ist völlig wahnsinnig. Und ja, wenn es 35 Fortsetzungen von Ocean's 11 gäbe, wüsstet ihr auch, wie viele Engel wir hatten. Und jeder Engel hat einmal die Star Wars Trilogie gearbeitet, im Durchschnitt. Und das ist was, wo ich einfach nur mal nicht nur ein bisschen Dankeschön sagen kann, sondern das ist das, was dieses Event überhaupt nur möglich macht. Also, das ist ja, also Tassen bestellen ist ja ganz lustig, da haben wir auch viel Spaß dran, aber nur Tassen hier rumstehen haben, würde keine MMCD machen. Was die MMCD ausmacht, sind halt so Leute wie ihr, die das möglich machen. Und da ganz, 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 ganz viel Dank persönlich von mir, ich glaube von allen anderen, die so hier diese roten Bänder rum durch die Gegend tragen und hoffentlich auch von allen anderen. Ich hoffe, ihr habt auch, wenn ihr Engel trefft, ihnen immer gedankt für ihre großartige Arbeit. Und ja, also von da aus vielen, vielen Dank. Ich guck nur mal auf die Uhr, wir müssen ja auch noch abbauen. Ich habe noch zwei, drei Post-Production-Themen. Direkt an die Engel der Aufruf. Wir machen natürlich einen Kassensturz und abhängig davon, wie viel da noch übrig geblieben ist, werden wir uns auch bemühen, dass ihr wieder Goodies kriegt. Wir haben auch in MMCDs den Anspruch, dass wir nicht sinnlos Zeug produzieren und danach wegschmeißen, sondern deswegen T-Shirts gibt es noch, Vorbestellungen, so Geschichten. Und das ging uns auch mit den Engel-Gadgets so. Wir hatten im letzten Jahr, wo wir das noch auf der Veranstaltung hatten, waren es einfach so viele übrig, weil man das nicht so gut kalkulieren kann. Und man will ja auch dann keins geben, dass wir gesagt haben, wir machen das einfach im Nachhinein. Das heißt, guckt bitte, dass eure E-Mail-Adresse im Engelsystem hinterlegt ist, dass auch eure Schichten da einigermaßen eingetragen sind, dass wir einfach die Möglichkeit haben, nach dem Event euch zu kontaktieren und dann vielleicht nach einer Postadresse zu fragen oder nach einem Übergabeort auf dem Kongress, so Geschichten. Also bitte prüft das nochmal. Falls ihr da Hilfe braucht, geht auch nochmal zum Infotresen. Der Infotresen generell ist jetzt unser Abbau-Dispatcher. Also wenn ihr noch Zeit habt, das wäre großartig. Morgen ist hier wieder Universität, morgen ist hier wieder der Fachbereich Informatik der TU Darmstadt drin. Zwischen jetzt und morgen muss also noch eine gewisse Transformation in Richtung Universitätsgebäude stattfinden. Und falls ihr noch Zeit habt, falls ihr nicht irgendwie einen Zug kriegen müsst oder von sehr weit weg kommt und noch 5 Stunden Heimfahrt habt, ist alles okay. Wäre es toll, wenn ihr noch 1 Stunde oder 2 Stunden maximal Zeit habt. Normalerweise sind wir in der Zeit durch. Wir sind, also Abbau geht relativ schnell. Und ja, was jeder machen dann gerne, einfach nochmal irgendwie da, wo ihr wart, gucken, dass nicht zu viel Müll rumliegt. Das muss man ja nicht dem Reinigungspersonal hier in die Schuhe schieben. Und ja, wir haben genug Müllsäcke da, dass man die benutzen kann. Und ich habe es vorhin schon beim Joghurt angesprochen, es gibt auch noch gewisse Reste. Wir möchten Essen auf keinen Fall wegschmeißen. Wir können aber selbst jetzt auch nicht so viel persönlich essen. Also gut, sieht man bei mir, aber ganz so viel geht trotzdem nicht. Deswegen bitte schaut mal, ob ihr was zu Hause brauchen könnt für die WG oder falls ihr irgendwie Foodsharing oder so noch vorbeifahrt, kann ja sein. Dann guckt mal, ob ihr noch was davon mitnehmen könnt. Die Sachen waren bis eben auch noch alle rund um die Uhr gekühlt. Das heißt, es ist hygienisch alles einwandfrei. Ja, wir würden uns freuen, für die MMCD in Zukunft auch Erfahrung von euch zu wissen. Also wart ihr das erste Mal da? Wart ihr schon öfter da? Ist euch irgendwas aufgefallen, was dieses Mal anders war? Ist irgendwas aufgefallen, was euch schon immer gestört hat oder was ihr schon immer cool seid? Schickt uns eine E-Mail, popcorn@mmcd.net, das wäre großartig, weil wir kriegen eigentlich alles mit. Also wir laufen hier die ganze Zeit zwar rum, aber da die Details sehen wir, es ist ein bisschen schade, wir sehen nicht alles, was hier passiert und da würdet ihr uns wirklich, wirklich helfen. Ja. Das soweit. Ansonsten bleibt es jetzt an mir, Danke zu sagen für die besten MMCD aller Zeiten. Und danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mitgestaltet habt. Und dann gibt es noch one more thing gleich.